Mei, war das heute ein pfundiger Tag an meinem Standl. Die feschersten Mädel haben ihre Äpfel geholt. Die Sonne scheint, der Himmel weiß blau. Und dann die wunderbare Nachricht. Mein Löwenherz hat gelacht und hat sich gefreut. Heute Vormittag, wie ich gehört habe, unser Rentner Poschner hat freiwillig einen Rückzug angetreten. Das bedeutet, ohne Abfindung. Er schenkt einem Verein quasi eine 500.000 oder ungefähr mehr sogar. Juhu, Poschi, vielen Dank, Dankeschön für deine gutes Gutdünken, für deine gute Art. Endlich hast du Charakter gesagt, hast deinen Abmarsch eingeblasen. Wunderbar, mein bin ich froh. Und jetzt kann man natürlich diese Gelegenheit nutzen, auch wenn es viel spät ist. Der hat ja alles blockiert, der hat die ganze Vorbereitung blockiert. Der hätte letztes Jahr schon gehen sollen, beziehungsweise letzte Saison. Und jetzt quasi brauchen wir bloß noch unseren Ismail, unseren Freund, Sponsor und wirklich der, der dem Verein viel Geld gegeben hat, der einer geholfen hat. Aber entscheid dich halt du auch mal zum Profitum, dass wir alles gescheit machen. Porsche weg und der Ismail soll sich auch ein bisschen überlegen, was soll ich da? What shall we do? Ja, ganz einfach, klug handeln, vielleicht doch noch einen Markt holen, vielleicht doch endlich mal Leute holen, die einen Fußball-Sachverstand haben. Nicht nur Pfuscher, Amateure und sonstige. Die können wir nicht brauchen. Ab sofort ist nicht bloß der Ball rund, sondern es wird gefordert. Wunderbar, ist auch wieder drin. Ab sofort wird gefordert, dass wir ein profihaftes Fußballdenken haben bei SSG. Wir wollen wieder eine Freude haben. Wir wollen wieder eine Gaudi haben. Wir wollen wieder gewinnen. Wir wollen wieder Erfolge haben. Und das geht natürlich mit dem Pfusch an sich von selber gar nicht. Da wird es gleich wird es die Wahl. Jawohl, die festen Mädel rein. Ich wundere, dass ich irgendwann einmal eine Knackstarre kriege, wenn ich permanent die Weine hinterherlasse. Aber fußballbezogen, Löwen, nützt die Gelegenheit. Poschi weg, wir brauchen einen gescheiten Mann. Und auch der Noah Bascher. Der müsste doch einmal überlegen, das ganze Gaudi und Freundschaftsdingerl, ist ja alles schön und gut. Wir brauchen sachverständige Fußballprofis. Endlich mal einen, der eine Ahnung hat. Bitte, bitte, der hat mir den gefallen. Und fangt an mit dem gescheiten Dinger. Handeln und tun. Mei, was ist schön. Jetzt gehen wir dann Richtung Wochenende, da spielen wir dann am Samstag gegen Freiburg. Da könnten wir schon die Gelegenheit am Schopfen machen. Wir könnten mal gescheit auftreten, wir könnten gescheit Fußball spielen und sagen, juhu, endlich einmal ist das Zeigel, das nicht gescheit gehandelt hat, weg und spielen gescheit Fußball. Gewinnen und freuen uns. Wir lieben Fans, wir sind allen zu Dank verpflichtet, wenn wir mal wieder jubeln können, wenn wir mal wieder eine gute Art haben und wenn wir uns wieder freuen können. Mei, war das schön, passend zu den schönen Mädel. Da will ich schon wieder mein Knack verdrehen, alter Depp. Und passend zum schönen Wetter, passend zur guten Stimmung. Und am Sonntag gehen wir ins Amateur-Derby. Und da werden wir mal ganz anständig handeln, damit es auch wieder anständig über die Bühne geht. Löwenfreunde, juhu! Es gibt auch noch gute Nachrichten von der Grünwalder Straße, da wo wir daheim sind. Viel Dank, Gott.